Lux leuchtet ein. Alles Gute kommt von oben oder eben doch nicht. Du hörst schon, Fluglärm ist das Thema. Und wir sind heute hier in Sachsenhausen bei Herrn Häupner zu Gast zum Kaffee. Da ist schon der erste große. Und Herr Häupner, wie gehen Sie und Ihre Familie denn mit dem Fluglärm um? Was hat das denn für einen Einfluss auf Ihr Leben? Das hat einen Einfluss auf das Leben, dass man morgens früh spätestens um 5 Uhr aus dem Bett geschmissen wird mit einem Lärmpegel von 80 bis 85 dBA und dann ist an Weiterschlafen nicht mehr zu denken, es sei denn, man denkt mitten in der Nacht daran, dass man sich Ohrstöpsel reintut, damit man da von dem Lärm wenig mitbekommt. Kurz unterbrechen, da fliegt schon wieder so ein riesen Vogel vorbei. Also es ist wirklich interessant, man fühlt sich hier, wie als würde man direkt unterm Triebwerk sitzen. Und da muss man wirklich die Konversation unterbrechen zwischendrin. Ich will abends mein Fenster aufhaben, damit ich die frische, kühle Luft der Nacht reinbekommen kann. Und das ist nicht möglich, weil wir ständig durch Lärm gestört werden. Wie haben Sie vor, mit der Bürgerinitiative vorzugehen? Mit unseren Montagsdemonstrationen werden wir weitermachen. Wir werden am 28. September haben wir die 150. Montagsdemonstration und wir überlegen, inwieweit wir möglicherweise auch den nächsten Schritt machen und an den Europäischen Gerichtshof gehen. Aber das muss man jetzt mal schauen. Also das war jetzt hier schon eine starke Lärmbelastung in Sachsenhausen. Ich habe mal eine Strichliste geführt. Das sieht man innerhalb von nicht ganz 20 Minuten, waren das jetzt schon fast 18 Flugzeuge. Und da kann man wirklich gespannt sein, wie sich die Lage hier noch entwickeln wird. Vor allem, wenn wirklich das Terminal 3 gebaut werden sollte. Das soll 3 Milliarden kosten und die Planungen sind da schon am Laufen. Lux leuchtet ein.